Roman Joey. Was ist das für ein Beat, Mann? Er ist wunderschön, das hast du wirklich schön gemacht. Er hört sich an wie Sommer, wie Frühling, wie Sonne, wie rausgehen mit Freunden. Er gibt mir einfach so ein warmes Gefühl. Aber fuck it, Digga, zeig sie noch ein letztes Mal. Sie hören nicht zu, sie sind am Stressen. Glaub ich, die haben das. Ja, eklige. Ja. Also schön, schön, dass ich dich mal nicht ersetze. Du hast so eine geile Hose, hat eigentlich nicht mal erwartet. Ja, kann man die nicht so festziehen? Mach mal, ich komm. Kann ich mal so richtig eklig reinbeißen? Ja, das wäre so richtig unerwartet, würde ich ihm das komplett aus der Hand slappen einfach. Das ist so asozial. So unerwartet. Ich bin Bahn, ich gib mir wenig, ich will fahren ganz weit weg und das alle. Fucker, nein. Ja. Sie hören nicht zu, sie sind am Stressen. Fuck to school, ich hab Bursar. Ich hänge in der Hocke, 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 in der Hocke. Wie fandest du den Shot? Also, man muss ja immer sagen, so, es ist nicht mein Shot, es ist immer so, wir haben jetzt einen Shot gespielt und es ist eher so, weißt, es geht ums Team, so, ich finde, wir haben den Shot gut geschossen, aber da gehört auch immer mehr dazu, also deswegen, also bin ich eigentlich von diesen Fragen gar kein Fan. Okay, ich habe noch eine Frage. Ja. Wieso haben Sie einen Basketball in der Hand? Ich bin die Reinkarnation von Kobe. Mhm. Nee, bin ich nicht. Ich glaube, das war. Ich bin die Super White Mamba. Ja. Okay. Und wenn ihr ein Haus bauen wollt, dann habe ich hier einen Haufen Bricks auf jeden Fall. Also dann sollen sie sich melden. Call me. Es wird Frühling in der Stadt. Ja. Das Wetter war beschissen, ich hing dauerhaft nur drinnen ab. Kauf mir Papier und lauf entspannt in Richtung Innenstadt. Sam sitzt fresh, fit, Sonnenbrille an. Ich treffe Atzen und wir chillen bis nach Mitternacht.